Hi ihr Süßen, ich habe gestern auf Instagram gefragt, ob ihr interessiert seid an den 5 unter 5 Drogerieprodukt-Favoriten und den 10 unter 10 Produkt-Favoriten. Drogeriemäßig, ja, jein. Aber ich mache jetzt erstmal die 5 unter 5. Da werden wahrscheinlich jetzt nicht die großen Überraschungen für euch dabei sein, aber irgendwie dachte ich, komm. Machst du trotzdem. Ich möchte euch so gerne nochmal diesen Nagellackentferner von Isana-Rossmann ans Herz legen. Da steht zwar Limited Edition drauf, aber ich glaube, das ist nur ein Werbegag, weil es die schon seit Ewigkeiten gibt und immer noch im Regal stehen und voll sind und ich kaufe sie auch irgendwie ständig nach. Und zwar kostet der... Ich meine etwas um die 2 Euro, 2,20 Euro, hat einen Pumpspender und hat 175 Milliliter Intus. Und der steht neben einem kleineren Pöttchen, da, wo du dann mit dem Finger im Schwämmchen rumpulen kannst. Der kostet allerdings ein bisschen mehr, ich glaube 3 Euro. Den habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich finde diese Schwammdinger auch nicht so gut, aber den finde ich richtig toll. Der ist acetonfrei. Und ich finde, der entfernt super. Auch Glitzerlacke relativ in Ordnung. Das schafft aber irgendwie kein acetonfreier Lack so besonders gut. Dann werde ich auch in meinem 5 oder 5 Video natürlich sehr gerne Ghoul erwähnen. Ich liebe die Shampoos von Ghoul. Und das ist das Feuchtigkeitsaufbau-Shampoo. Und das ist mein allerliebster Duft. Kurz danach kommt das Color Shampoo mit der Goji-Beere. Das ist rosa. Das riecht auch ganz, 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 ganz toll. Eigentlich habe ich jetzt ja noch was vergessen, stelle ich gerade fest. Aber dann wären es nicht 5. Eigentlich sind es ja schon keine 5 mehr, ne? Egal, ich kann mich ja eh nicht an Regeln halten. Warum sollte ich es jetzt tun? Meine liebsten Abschminktücher sind meine Reinigungstücher von Florena. Für alle Hauttypen. Ich vertrage die sehr, sehr, sehr gut. Ich mag den Duft auch richtig gerne. Diese Tücher sind eigentlich nie wirklich dafür gedacht, das Augen-Make-up zu entfernen. Steht zwar mal drauf, aber eigentlich sind alle Abschminktücher für die Augenpartie nicht unbedingt geeignet, weil die Augenpartie sehr empfindlich ist. Es ist okay, ich vertrage sie da auch ganz gut. Allerdings, wenn ich jetzt 5-mal drüber gehe, dann fängt es schon ein bisschen an zu brennen. Aber eigentlich nicht. Die anderen Tücher, die ich habe, die brennen auf der ganzen Haut. Oder ausprobiert habe, sagen wir es mal so. Ja, eigentlich kennt ihr die ganzen Sachen, weil ich sie ständig in Aufgebraucht-Videos zeige. Aber das ist mir auch egal. So, 3 habe ich schon, jetzt kommt Nummer 4. Die Dresdner Essenz Badepflegebad. Was ist das? Paketchen? Ich weiß nicht, wie man sie nennen soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Tütchen. Und Dresden Essenz, ich habe heute das Pflegebad Mai Glöckchen und Zypresse gekauft. Die Dinger kosten 95 Cent. 60 Gramm sind enthalten und es ist für ein Vollbad gedacht. Ich hau's auch mal einmal komplett rein. Ich liebe diesen Duft. Ihr wisst ja auch, ich habe ja in meinem letzten Haul hier den Sommer Kick mit Limette und Minze gezeigt. Jetzt habe ich... ich kann mich tot riechen an den Dinger. Also wirklich richtig, richtig lecker. Ich kann sie euch nur ins Herz legen. Das sind meine absoluten Lieblingsprodukte. Könnt auch alle Leute damit beschenken. Es waren jetzt 4 und das... Naja, okay. Dann tue ich jetzt mal das fünfte Produkt. 5 unter 5 sind die Astor Lipglosse. Die 8 Hour Perfect Stay. Ich weiß nicht mehr, was noch draufsteht, weil das schon so abgenudelt ist hier. Ich habe den Fuchsia Cabaret und noch einen. Und ich finde die Farben ganz toll. Sie halten super, sie riechen nicht komisch, sie schmecken nicht komisch. Finde ich sehr gut. Ich meine, die kosten 4,95 oder so. Die finde ich ganz toll. So, jetzt wie immer, ich tanze aus der Reihe. Augenbrauenprodukte. Sind wir dann schon bei 7 Punkten, aber okay. Ich benutze immer das Alverde Naturkosmetik Augenbrauen Gel in Blond. Das mag ich einfach sehr gerne. Es
hat halt wie eine Wimperntusche so ein Bürstchen und eine leichte Farbe. Früher gab es eins von P2, das hatte aber Glitzer drin. Das war eigentlich auch eine total bescheuerte Idee, aber damit habe ich damals angefangen und dann irgendwann das gekauft. Ich meine, das ist bei 3,95 relativ teuer. 6 Milliliter sind drin, aber hält Ewigkeiten. Für mich hält das Ewigkeiten. So, und jetzt habe ich euch mal 4 Drogerie... Drogerie Augenbrauenstifte zur Ansicht mitgebracht, die ich alle durchgetestet habe. Natürlich kommt keiner von diesen an meinen Estee Lauder Stift dran. Nichtsdestotrotz sind es relativ gute Augenbrauenstifte. Was ich ganz gut finde, es gibt jetzt zum Beispiel von Essence einen Soft Blonde Stift. Der ist tatsächlich mal Soft Blonde. Relativ hart, aber nicht so rötlich. Dann von Catrice, ich glaube, das ist der Date with Ashton. Aber auch das kann ich leider nicht mehr sehen. Seht ihr schon einen Unterschied? Das ist Essence, das ist Catrice. Jetzt kommt der von Alverde. Der ist 01 Blond. Das ist dieser hier. Seht ihr, wie unterschiedlich das ist? Alles Blondtöne, aber eigentlich haben die alle einen recht rötlichen Unterton. Das ist ein bisschen... Nun ja, für Menschen wie mich jetzt nicht die perfekte Farbe. Und dann habe ich noch einen, wir sind alle, muss ich ein bisschen warm machen beim Benutzen, von Aldi, der Augenstift Blond. Ich weiß nicht, ob das eine LE-Geschichte war, beziehungsweise bei denen ist das ja nicht LE, das kommt ja in regelmäßigen Abständen wieder. Das ist jetzt dieser Farbton hier, der ist ein bisschen aschiger. Den mag ich eigentlich auch ganz gerne und die kosten alle... Ich glaube, der von Aldi hat sogar nur 2 Euro gekostet und der von Essence auch. Also, müsst ihr mal durchtesten, ob da für euch die richtige Farbe dabei ist. In der Kamera kommt es immer ein bisschen grenzwertiger rüber. Aber man kann auch in der Drogerie eigentlich ganz gute Augenbrauenstifte finden. Das wollte ich euch noch zeigen. Es sind jetzt nicht meine Top-Produkte, aber auch die benutze ich durchaus jeden Tag mal in abwechselnder Reihenfolge. A, um sie aufzubrauchen und B, um, ab und zu gibt es so Augen-Make-ups, da passt dann der eine Stift ein bisschen besser als der andere, weil das Ganze ein bisschen mehr Definition vor die Augenbraus gibt. Und damit schließe ich dann jetzt auch mein Video. Schade, 5 Minuten 20. Das ist sehr selten. Ich hätte ja eigentlich 5 unter 5 auch in Minuten im Video schaffen können. Aber da ich jetzt bei 7 bin, ist auch egal. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und ich habe auch eine Frisurenidee geplant. Die habe ich bei einer anderen YouTuberin gesehen. Leider sieht das in meinen Haaren ein bisschen scheiße aus. Ich muss da noch ein bisschen rumtüfteln, aber das wird dann auch noch kommen. Und jetzt mache ich das 10 unter 10. Bis dann. Ciao.